Freestyle mit Toni aus. So, meine süßen Freunde, das hier ist der Cousin, das ist der Robert hier. Servus. Servus. Wir fliegen nach Hrvatska und in 10 Minuten fliegt er schon in die Luft und die sind noch nicht mal drin. Wo C20, gell? Willkommen in Zagreb. Auf jeden Fall, wir haben jetzt ein Auto gemietet. Und der hat uns gefragt, wollt ihr mit Versicherung, wollt ihr ohne Versicherung, was wollt ihr machen? Wir haben gesagt, natürlich ohne, weil Kanaken, wir wollen sparen. Aber dann ging es nicht mit Kreditkarte. Dann mussten wir mit Versicherung machen. Okay, bla bla bla. Auf jeden Fall, wir können den Wagen gegen die Wand fahren. Wir müssen nur die Bullen anrufen und fertig. So Leute, wir suchen gerade das Auto. Guck mal, da sind die Schilder von dieses Six und so, aber ich glaube... Ich finde hier gar nichts, Alter. Wir können es einfach verschrotten. Wir können reinkacken, theoretisch gesehen. Nichts, alles versichert, Leute. Wir müssen nur die Bullen anrufen. Wir haben den Wagen gefunden. Da ist unser Wagen. Warum kommst du nicht mal in Deutschland her? So, meine Freunde, let's go! Was? Diesel? Ich hab nur Hunger, ich sag euch ehrlich. Ich will nur Cevape, Lepinha, Kaima, Zwiebel und Chili. Die erste Wand mit dir. Hey, guck mal, ich sag euch jetzt. Toni ist 18 geworden, meine Freunde. Guckt euch dieses Prachtstück hier an. 18 Jahre. Meine Mutter, warum ist das? Wir fangen jetzt einen Huhn. Ich sag, das sind Truthähne. Aber oh, das ist deine Frau, das geht nicht. Warte mal. Nehmen wir das dann. Ich habe gar keine Angst. Du bist der Alte, oder? Ja. Hey, lock den hier. Geh, lock den. Lock den hier links. Lock den mal hier. Ah, ich hab Angst. Den kleinen, nimm den kleinen. Marlo, wo ist Marlo? Hau weg, Bruder, hau weg. Und der schubst den weg, der will auch. Abo, Schlägerei. Abo. Wir fahren jetzt illegal mit Toni Auto. Illegal, legal, legal. So. Die Handbremse ist hier ein bisschen anders. Toni, mach keinen Scheiß. Er macht nur Scheiße, ey. Kupplung, warte mal. Was ein Amateur, ich schwöre, der redet noch so viel. Nein, mach es mit der Kurve. Ja, jetzt. Gib jetzt Gas. Gib Gas. Ja, jetzt rein. Und jetzt schalte. Der kann nicht alles auf einmal, wie geil. Toni, weiter nach links. Der geht gleich aus. Jetzt Kupplung durch und bremse langsam. Dreh um. Die sollen uns sehen, so viele Gesichter. Ich schalt runter. Langsam an und bremst dabei. Bremst jetzt gleich, ich sag. Weiter, bremst du. Wir sind gerade auf jeden Fall bei Adrians Bruder angekommen. Man muss beachten, er sieht mir extrem ähnlich, wenn ihr ihn gleich seht. Ja, er sieht ihm wirklich extrem ähnlich. Er heißt übrigens auch Robert, das weiß ich sehr. Er ist Lehrer, er unterrichtet schwer erziehbare Kinder, beziehungsweise auch behinderte Kinder, glaube ich. Ja. Respekt dafür. In welcher Stadt befinden wir uns? Zagreb? Ist es Zagreb? Zagreb? Ja, wir sind in Zagreb. Mein Bruder! Mein Bruder! Das ist mein Bruder! Es geht, wie geht's? Guck mal, der ist so ein OG, der hat sein eigenes Shit. Meine Damen und Herren, so sieht ein Lehrerzimmer in Kroatien aus. Kommt mit. Ein Massagestuhl. Bilder von der Familie.
Markus Meier, Spiegel. Und hier was zum Pumpen. Natürlich, wie sich für ein Lehrer gehört. Sein Bike. Verstehe ich. Das ist auf jeden Fall. Das ist, wo er Weltmeisterschaft in Ringen verloren hat. Mhm. Bronzemedaille nur. Hayat, Leute, ehrlich. Ich glaube, ich muss Lehrer werden. Boah, nach 100 Stockwerken sind wir in unserem Apartment jetzt. Was ist die reizende Monika? Oh, Juli, guck dir das an, ey. Ciao, Digga, heute chillen wir. Was geht, Junge? Warte. Das geht aber. Fazit von Kroatien, also Kroatien war überragend, Wetter war nicht so krass, aber wir haben auf jeden Fall alles auseinandergenommen. Toni, Happy Birthday, ich liebe dich, an meine ganze Familie, I love you all. Abonniert den Kanal, ach so, und bald kommt unser krassestes Projekt, was wir je gemacht haben. Es dauert ein bisschen, deswegen haben wir dieses kleine Video hier mit eingebaut. Ey, vergiss nicht, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, sonst picke ich euch an.